Roderich Kiesewetter legt nach. Er fühlt sich offensichtlich durch die Reaktionen auf seinen Vorschlag, man müsse Russland auf eigenem Territorium angreifen, noch ermutigt, ja, jetzt hier nachzulegen. Und er fordert 300 Milliarden Euro Investitionen in Kriegsgerät, in Waffen, in Unterstützung für die Ukraine. Das könne Deutschland leisten. 300 Milliarden, das ist ungefähr ein Drittel sämtlicher Steuereinnahmen eines Jahres. Das also laut Roderich Kiesewetter Deutschland in die Ukraine investieren müsse, in einen Verteidigungshaushalt, in den Aufbau der Bundeswehr, in die Verteidigungsfähigkeit der Deutschen. All das sei nötig. Natürlich sagt er jetzt in die Bundeswehr, er meint natürlich Kriegsgerät indirekt dann für die Ukraine. Verpackt das jetzt ein bisschen neu. Die 100 Milliarden reichen also nicht, die ohnehin schon in einem Sondervermögen ja, dafür angelegt wurden. Roderich Kiesewetter von einem Wahnsinn zum nächsten. In seiner Fraktion sei der Vorschlag umstritten, heißt es so schön. Wahrscheinlich schütteln ungefähr 99% einfach nur noch den Kopf über diesen Mann und 1%, das heißt er selber beziehungsweise vielleicht eine Handvoll anderer, unterstützen diesen Irrsinn.